Vatamagulisen, what's up, ladies and gentlemen? Bestimmt kennt ihr bei Conan Exiles das Problem, ihr seid schwer verwundet, vor allem auf dieser Insel, The Isle of Scepter, übrigens ein schönes Bild. Und ihr wisst einfach nicht, wie ihr euch heilen sollt. Ja, well, kein Problem. In diesem Guide zeige ich euch, wie das neue Healing System, also das neue Heilungssystem in Conan Exiles, The Isle of Scepter, Insel von Scepter, funktioniert. Ich hoffe, ihr bleibt dran, der Guide wird nicht allzu lang, aber er umfasst die wichtigsten Informationen, die euch helfen werden, auf dieser Insel zu überleben. Bis gleich! So, beginnen wir ungeachtet der Tatsache, dass ihr da unten schon einiges seht, mal mit dem leichtesten, bevor es abläuft. Wenn ihr etwas esst, generiert ihr 7 Punkte Heilung alle 3 Sekunden. Aber aufgepasst, nicht einfach nur wie früher, wenn ihr etwas esst, werdet ihr heilen, ihr müsst satt sein. Das heißt, euer Essen muss voll sein. Hier habe ich zum Beispiel einfach mal das Wasser ein bisschen runtergehen lassen. Wasser spielt keine Rolle. Es kommt nicht darauf an, ob ihr durstig seid. Ihr verliert zwar Leben, wenn ihr zu viel Durst habt, aber wichtig ist, dass ihr satt seid. Wenn ihr satt seid, alle 3 Sekunden 7 Leben. Der nächste Punkt. Wenn ihr schwer verwundet seid und ihr seid mitten im Kampf, dann habt ihr selten die Chance, groß noch was zu machen. Wenn ihr nicht im Kampf seid, könnt ihr allerdings einen Verband nutzen. Und zwar, wie ihr seht, füllt er langsam aber sicher nun meine Leben wieder auf. Das Ganze dauert verschieden lange. Wir sehen auch, wir haben verschiedene Heilungsstufen. Ich zeige euch mal den stärksten Verband. Ihr seht, der haut ganz schön rein. Aber auch das macht uns nicht voll. Tja, es gibt aber einen Nachteil mit Verbänden und den zeige ich euch jetzt einmal. Wir sind jetzt mitten im Kampf in einem total fairen und überhaupt nicht gestellten Kampf und wir haben jetzt das Problem, man greift uns an. Wir selber sind zwar unsterblich, aber wir haben jetzt sehr wenig Energie, der Feind hält uns, greift uns an und wir wollen uns heilen. So, die Tatsache, dass ich jetzt unsterblich bin, sorgt dafür, dass der Kampf nicht unterbricht. Wenn wir jetzt allerdings einen auf nicht mehr so ganz unsterblich machen, dann könnte das Ganze echt mies für uns ausgehen. Wie ihr seht, wir kriegen jetzt ein Problem und wir sind tot. Das Ganze wollen wir natürlich vermeiden, also gibt es da mehrere Möglichkeiten. Aber vorher möchte ich euch noch ganz kurz einmal die Werte einblenden, die wir nämlich jetzt brauchen. Den restlichen Kampf können wir bei uns am Haus machen, das ist in Ordnung. So, und zwar ist es relevant für euch Folgendes zu wissen. Die Verbände, die wir machen können, die heilen um folgende Werte. Wenn ihr den normalen Verband habt, werdet ihr 2 HP pro Tick generieren, das Ganze über 9,5 Sekunden, was ein Total von 76 macht. Wenn ihr vorher allerdings, und das möchte ich euch mal ganz kurz eben noch zeigen, wenn ihr allerdings auf Vitalität geht und ihr habt empfänglich, das erhöht den Heileffekt durch Verbrauchsobjekte und Tänzer deutlich, wenn ihr bis dahin geskillt habt, also Vitalität bis hierhin, geskillt habt, dann bekommt ihr statt 2, bekommt ihr 3 HP und generiert somit 114 EP gesamt. Wenn ihr die zweite Bandage habt, das ist glaube ich die infundierte, dann generiert sie 3 HP pro Tick normal und 4 HP mit der Vitalitätsbonus. Das macht normalerweise 114, so macht es 152. Die dritte und vierte Bandage, was lustigerweise sich überhaupt nicht lohnt, die letzte zu craften, sie ist immens teuer, ich glaube, das ist noch ein Bug. Die machen beide 7 HP über 4,75 Sekunden und geben somit beide 133. Mit dem Bonus geben sie beide 190, weil sie 10 pro Sekunde generieren und etwas länger anhalten. Fragt mich nicht, es ist ein absoluter Bug im Moment. Was können wir also tun, wenn wir den Kampf besser haben wollen? Also, wenn ihr das Problem habt, dass ihr im Kampf unterbrochen werdet, dann könnt ihr immer noch Aloe-Extrakte nehmen. Und zwar diese hübschen Dinger hier. Kommen wir also jetzt quasi schon fast zum Ende. Hier blende ich euch jetzt mal die Werte ein. Und zwar Aloe-Extrakt hat überhaupt keinen Unterbrecher. Das ist der Vorteil, ihr könnt es im Kampf benutzen, okay? Wie die Animation aussieht, zeige ich euch gleich. Stufe 1 wird euch um 120 Punkte heilen über 5 Sekunden hinweg. Stufe 2 über 140 Punkte Leben über 2,5 Sekunden weg. Stufe 3 und damit mein Favorit, 160 HP über 5 Sekunden hinweg und Stufe 4, also das pure Extrakt, kann ich leider nicht genau benennen, die Zeit, aber es heilt 200 über Zeitraum X. Ich vermute 2,5 Sekunden. Um euch das Ganze nochmal ganz kurz zu verdeutlichen, bin ich mir ganz sicher, dass sich hier sehr schnell jemand finden wird, der freiwillig mich angreift, denn wir haben hier enorm nette Nachbarn, da haben wir auch schon einen. Und wie ihr seht, stellt er sich bereit und greift uns an, aber was wir machen können ist, wir werden nicht unterbrochen und wir heilen. Und die Heilung wird auch nicht mehr unterbrochen, wie ihr seht.
Und die liebe Spinne hier wird ihre Mühen haben, uns jetzt zu besiegen. Denn die Heilung geht weiter, solange wieder steht, regeneriert sich. Warte, wir versuchen es mal. Und 21, 22, ungefähr 2,5 Sekunden müsste hinkommen. Also meiner Meinung nach, das beste Extrakt ist das konzentrierte Aloe-Extrakt. Da ich es noch nicht gelernt habe, kann ich es leider nicht zeigen, wie man es herstellt. Aber ich kann euch Folgendes sagen. Ihr braucht dafür lediglich einen Feuerschalenkessel, den ihr ebenfalls lernen müsst. Hier. Um überhaupt die kleinen Aloe-Extrakte zu machen. Dann, wie ihr seht, Feuerschale ist erfordert. Dann könnt ihr das konzentrierte Aloe-Extrakt machen. Und dafür braucht ihr ganz schlicht und ergreifend einfach nur Alchemical Base und Aloe Leaves. Das bekommt ihr quasi schon am Anfang. Alchemistische Grundsubstanz, die bekommt ihr schon, wenn ihr den Feuerschalenkessel lernt. Und Aloe-Blätter, die wachsen häufig hier in der Nähe von feuchten Stellen und Gebieten. Da haben wir zum Beispiel welche. Da hinten haben wir welche. Hier sind welche. Das sind Aloe-Leaves. Die braucht ihr. Und damit könnt ihr das die beste Heilung im Spiel machen. Und zwar diese hier. Nach 1,5 Sekunden beginnt übrigens erst die Heilung. Also benutzt sie nicht in der allerletzten Sekunde. Also euer Charakter braucht einen Moment Zeit. Okay? Vergesst nicht, eure Sichel mitzunehmen, denn dann erntet ihr mehr ab. Ich hoffe, dieser kurze, überblickliche Guide hat euch geholfen, mal eben zu verstehen, wie man sich in The Isle of Scepter heilt. Wir zum Beispiel auf diesem Server mit unserem Let's Play heilen uns häufig noch mit den Bandagen, weil uns nicht viel anderes übrig bleibt. Wir werden aber jetzt umswitchen. Denkt dran, am Anfang sind die Bandagen für euch vonnöten und das ist sehr wichtig, dass ihr die habt, denn den Feuerschalenkessel bekommt ihr, wie gesagt, erst ab 15 und vorher geht nun mal nicht wirklich was. Okay, also bis Stufe 15 müsst ihr wacker durchhalten, da könnt ihr die Verbände nutzen. Es würde sich also fast schon lohnen, mal hier rein zu investieren. Denn ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass euch das schwache Aloe-Elixier so wirklich was bringt. Aber wenn ihr 140 Heilung über 2,5 Sekunden wollt, das wäre dann das hier, dann müsst ihr das für euch entscheiden. Es kann schon nützlich sein, aber das müsst ihr halt für euch entscheiden. Wie gesagt, nutzt es. Lasst es. Oh, Entschuldigung. Die Hand falsch rum. Das hier ist es. Nutzt es, lasst es, macht es, wie ihr wollt. Aber spielt, seid glücklich. Und ich hoffe, der Guide hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir noch ein Like da, teilt den Guide mit anderen Freunden, die das Spiel auch noch lernen. Schreibt mir die Verbesserungsvorschläge in vernünftiger Kritik, ohne beleidigend zu werden, in die Kommentare. Und ja, es gab schon oft Beleidigungen, was ich total sinnlos finde. Wird eh ausgeblendet dann, automatisch. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Guide. Schaut mal wieder rein, denn in ein paar Wochen, ungefähr 2 Wochen, habe ich die nächsten Guides für euch. Wenn ihr mehr Guides pro Monat möchtet als 2, dann schreibt mir das bitte auch in die Kommentare. Bis dahin, Valadoris, euer Wolf.